Hallo an alle! Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Militärische Amphibienfahrzeuge sind einzigartig und vielseitig. Diese Fahrzeuge können sich sowohl auf dem Boden als auch auf der Wasseroberfläche souverän bewegen und dabei alle Hindernisse überwinden, die sich ihnen in den Weg stellen. Heute zeigen wir dir die 10 besten militärischen Amphibienfahrzeuge der Welt. Elvis Stalwart. Der Stalwart, von der britischen Armee formell als Lastwagen hochmobiler Lastenträger klassifiziert und von den Soldaten informell als Stolly bezeichnet, ist ein hochmobiler amphibischer Militärlastwagen, der von Elvis gebaut wurde und von 1966 bis 1992 bei der britischen Armee diente. Die Wanne ist das Fahrgestell des Fahrzeugs, der Motor befindet sich unter dem Ladedeck im hinteren Teil der Wanne und die Getriebe mit Differentialien und Verteilergetriebe davor. Im Wasser kann es mit ca. 6 Knoten, das sind 11 Stundenkilometer, von Wasserstrahl-Vektorschubantrieben angetrieben werden. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn betrug 88 km die Stunde. BTR-82A. Der BTR-82A ist ein moderner gepanzerter Mannschaftstransportwagen mit 8x8 Rädern, der von der Military Industrial Company of Russia für die Armeen Russlands und Kasachstan hergestellt wird. Die Hauptbewaffnung des APC ist eine 30mm Doppelbeschickungsmaschinenpistole. Die Kanone kann panzerbrechende Leuchtspurgeschosse und hochexplosive Splitter- und Leuchtspurmunition abfeuern. Die gepanzerte Hülle des APC besteht aus Kevlar-lamitiertem Kunststoff, um einen ballistischen Schutz zu bieten. Das Fahrzeug kann auf der Straße eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer erreichen und wird auf dem Wasser durch einen Wasserstrahl angetrieben. FNSS Kandas. Kandas ist ein gepanzerter Kampferdbeweger, der von FNSS, einem in der Türkei ansässigen Hersteller von gepanzerten Fahrzeugen und Waffensystemen, angeboten wird. Das Fahrzeug ist dafür ausgelegt, Erde auszuheben und zu bewegen, Hindernisse zu beseitigen, steile Böschungen zu schneiden und die Ufer von Wasserläufen zu befestigen. Der gepanzerte Kampferdbeweger verfügt über ein Planierschild an der vorderen Wanne, eine Ballastkammer in der Mitte und ein Antriebsaggregat am Heck. Das gepanzerte Fahrzeug widersteht dem Beschuss mit Handfeuerwaffen, panzerbrechenden Geschossen und Granatsplittern. Der gepanzerte Kampffahrzeug-Erdbeweger kann an Land mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometer fahren. Das Fahrzeug wird im Wasser von 2 Pumpdüsen angetrieben, die eine 360-Grad-Manövrierfähigkeit in reißenden Strömungen ermöglichen. Es kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 8,6 Stundenkilometern in Flussläufen schwimmen. LRCLX. LARCLX oder BARC, wie es ursprünglich bezeichnet wurde, ist ein amphibisches Frachtfahrzeug mit Stahlrumpf. Es konnte bis zu 100 Tonnen Fracht oder 200 Personen befördern, aber eine typischere Ladung waren 60 Tonnen Fracht und 120 Personen. Das Fahrzeug wurde von 4 265 PS starken GMC Dieselmotoren angetrieben, die in den Seiten des Rumpfes angeordnet waren und jeweils ein Rad an Land antreiben konnten. Zum Antrieb der beiden Propeller mit einem Durchmesser von 1,2 Metern, die das Fahrzeug im Wasser antrieben, wurden Motorpaare gekoppelt. Die Höchstgeschwindigkeit an Land betrug 32 Stundenkilometer, auf dem Wasser 12,1 Stundenkilometer. Der LARCLX wurde für den Transport von Rad- und Kettenfahrzeugen, einschließlich Strandvorbereitungsanlagen und Stückgut, von Schiff zu Land oder zu Übergabepunkten im Binnenland eingesetzt. BT-3F.
Das russische Amphibienfahrzeug BT-3F ist für den Einsatz bei Heer, Marine und Marinekorps vorgesehen und bietet hohe Manövrierfähigkeit, Panzerschutz und direkte Feuerunterstützung für die Truppen an Land und auf See. Eine 185 Kilogramm schwere ferngesteuerte DPVT-Waffenstation, die mit einem 7,62 mm x 54 mm PKTM Kalaschnikow Maschinengewehr bewaffnet ist, ist auf dem Dach des Fahrzeugs installiert, um sowohl feste als auch bewegliche Bodenziele zu bekämpfen. Die gepanzerte Wanne des Schützenpanzers BT-3F bietet den Insassen einen ballistischen Rundumschutz, bis zu Stanag 4569 Stufe 4 gegen panzerbrechende Munition 14,5 mm x 114 mm. Der gepanzerte Mannschaftstransportwagen hat eine Straßengeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern und kann sich im Wasser mit einer Geschwindigkeit von 10 Stundenkilometern fortbewegen. BWS-10 Viking. Der Viking ist ein vollamphibisches gepanzertes Geländefahrzeug, das aus zwei durch einen Lenkmechanismus verbundenen Kettenfahrzeugeinheit besteht. Das britische Verteidigungsministerium bestellte 108 Vikings bei BAE Systems. Aufgeschraubte Panzerplatten bieten Schutz gegen 7,62 mm panzerbrechende Geschosse und 152 mm Artillerieschossfragmente aus einer Reichweite von mehr als 10 Metern. Der Viking kann ohne Vorbereitung durch Wasser bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern vordringen. Er ist voll amphibisch und kann im tieferen Wasser mit weniger als 2 Minuten Vorbereitung schwimmen, einschließlich des Verschließens von Löchern und des Anbringens einer Frontfahne, um zu verhindern, dass eine Bugwelle die Frontfenster überspült. Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs im Wasser beträgt 5 Stundenkilometer. AAV-7. Das Assault Amphibious Vehicle, offizielle Bezeichnung AAV-7, ist ein vollständig kettenbetriebenes amphibisches Landungsfahrzeug, das von US Combat Systems hergestellt wird. Das Amphibienfahrzeug wurde 1972 bei den United States Marine Corps als Einsatz für das LVTP-5 in Dienst gestellt. Der AAV-7 ist ein gepanzertes amphibisches Vollketten-Sturmangriffsladefahrzeug. Das Fahrzeug befördert Truppen bei Wasseroperationen von Schiff zu Land durch raues Wasser und Brandungsgebiete. Es befördert Truppen auch zu Zielen im Landesinneren und nach dem Landgang. Dieses APC sollte in der Lage sein, eine volle Besatzung von 25 kampfbereiten Soldaten oder 5000 Kilogramm Ladung vom Amphibienschiff der US Marine an Land zu befördern. Auf der Straße kann der AAV-7 eine Geschwindigkeit von bis zu 72 Stundenkilometern erreichen. Auf dem Wasser kann es Wasserstrahlen verwenden, die eine Geschwindigkeit von bis zu 13 Stundenkilometern ermöglichen. ACU 1.1. Das amphibische Kampffahrzeug 1.1 ist ein neues gepanzertes Fahrzeug, das von BAE Systems in Zusammenarbeit mit Iveco Defense Vehicles entwickelt und hergestellt wird. Das ACU kann mit einem Schiff vom Meer aus gestartet und geborgen werden. Das Fahrzeug ist für die Aufnahme von 3 Besatzungsmitgliedern und 13 abgesessenen Truppen ausgelegt. Das amphibische Kampffahrzeug verfügt über mehrere Waffenhalterungen zur Aufnahme einer Reihe von Maschinengewehren. Es verfügt über eine ferngesteuerte Waffenstation, die mit einem Maschinengewehr des Kalibers M2 0,5 bewaffnet werden kann. Die Wanne kann mit einem stabilisierten Turm mit 2 Lafetten zum Abschuss von Granaten des Kalibers M2 ausgerüstet werden. Sprott SD. Der 2S25 Sprott SD ist ein selbstfahrender Panzerzerstörer oder leichter Panzer, der von der russischen Rüstungsfirma Vologorad Tractor Plant AG entwickelt und hergestellt wird, um die Anforderungen des VDV zu enthüllen.
Die Hauptaufgabe des gepanzerten Fahrzeugs besteht darin, den Infanterietruppen die Angriffsfähigkeit gegen gepanzerte Ziele und feindliche Befestigungen zu verleihen. Es eignet sich auch für Aufklärungs- und Sicherheitsaufgaben. Die Primärbewaffnung des Panzers ist ein 125mm Geschütz, das an der ferngesteuerten Waffenstation angebracht ist. Im amphibischen Betrieb nutzt das Fahrzeug ein paar Wasserdüsen, die sich auf beiden Seiten des Rumpfes befinden, für den Antrieb und die Lenzpumpen zur Entfernung von Abwasser. Patria AMV 28A. Patria AMV 28A ist ein neues Mitglied der AMV-Serie gepanzerter Radfahrzeuge, die von der in Finnland ansässigen Firma Patria hergestellt werden. Das Fahrzeug soll eine optimale Kombination aus amphibischer Fähigkeit, Schutz und Feuerkraft bieten. Der Patria AMV 28A ist mit dem Kongsberg Protector Mittelkaliber-Turmmontagekommandanten der unabhängigen Waffenstation des Kongsberg Protector mit einem 12,7mm Maschinengewehr und einem Javelin-Panzerabwehrraketenwerfer ausgerüstet. Das AMV bietet den höchsten Grad an ballistischem Schutz in seiner Klasse. Ein automatisierter amphibischer Modus erlaubt es dem Fahrzeug, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 10 Stundenkilometern zu schwimmen. Auf der Straße kann das Fahrzeug eine maximale Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern erreichen. Das ist alles, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Fahrzeuge dir am besten gefallen hat. Klick auch auf die Schaltfläche Gefällt mir und abonniere unseren Kanal, damit du keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.